Hallöchen. Sächen. Moin, moin. So. Wie ihr wisst, überlagert sich die Ätherwelt, die wir als Sterngrund kennen, teils mit unserer materiellen Welt. Je näher man dem Kern des Planeten kommt, desto deutlicher wird diese Überlagerung. Bei einem bestimmten Punkt sind die beiden Welten derart ineinander verschwungen, dass es selbst körperlichen Wesen möglich ist, im Sterngrund zu wandeln. Dieses Prinzip erlaubt all unseren Observationen wie Forschung. Auch der Antiturm folgt diesen simplen Grundlagen. Wie ihr wisst, wird dieser aber nicht mehr aktiv genutzt. Der Bau eines neuen Observatoriums begann zu etwa der Zeit, als der Rat beschloss, nach Heidelins Prophezeiung zu handeln und sich auf den großen Exodus vorzubereiten. Da sie selbstbeständig schwächer wurde, war es notwendig, tiefer in das Gestirn vorzudringen als jemals zuvor. Nur so würden wir ihre Stimme weiterhin vernehmen können. Und ihr steht nun vor dem Altiaskop, dem Resultat dieses Unterfangs. Der Aufzug führt direkt zum Sterngrund hinunter. Wenn man eben abkommt, meine Wäsche machen. Bis gleich, Hybrid. Ist der Kontakt zu Heidelin denn nach wie vor möglich? Mir ist schlecht als recht, muss ich sagen. Seit der 7. Katastrophe scheint sie in keinem guten Zustand. Das Unglück muss schwer an ihren Kräften gezehrt haben. Wo habe ich eigentlich meinen... Da habe ich. Wenn ihr also mit ihr sprechen wollt, wird der alleinige Abstieg ins Altiaskop nicht genügen. Ihr werdet tiefer in den Planeten vordringen müssen. Wir gehen auf Tauchgang. Und damit selbstverständlich tiefer in den Sternengrund. An Orte, die selbst wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. Deswegen betone ich auch so hartnäckig, dass dieses Unterfangen große Gefahr birgt. Oh, Primärkampf statt Inni. Also, Prüfung statt Inni. Trotzdem werden wir hinabsteigen. Wir müssen mit Heiligen sprechen. Es gibt keinen anderen Weg. Oder erst Inni, dann Prüfung. Prüfung, dann Inni. Ich weiß es nicht. Ich weiß, mein Sohn. Doch zumindest will ich gewährleisten, dass ihr diese Reise unter den bestmöglichen Voraussetzungen und mit angemessener Unterstützung antretet. Einer von euch muss im Labyrinthus bleiben, um durch das Observatorium ein Auge auf diejenigen zu halten, die sich in den Sternengrund wagen werden. Die Ätherkonzentration dort unten ist extrem hoch und je tiefer man taucht, desto leichter lösen sie sich sprichwörtlichen Fäden des Äthergewebes, das unsere Seele bildet. Es besteht ein reelles Risiko, dass sie sich schlicht auflöst und mit der Umgebung verschmilzt. Oh oh. Das gilt es per Observatorium zu beobachten. Droht eine Seele gänzlich zu zerfallen, muss sie sofort per Notfallteleport evakuiert werden. Das gelingt aber nur, wenn dieser Zerfall auch erkannt wird. Also bedarf es einer engen Vertrauensperson. Oh oh. Bitte, lasst mich eure Wächterin sein. Die ganze Zeit hadere ich schon mit diesen Worten. Doch aussprechen muss ich sie dennoch. Nie war ein Kampf bedeutender als dieser. Also darf ich nicht an ihm teilnehmen. Sicherlich, der Vorfall vom Turm von Babel schwächt mich noch immer. Doch es ist nicht nur das. So lange kämpft ihr jetzt schon an vorderster Front. Habt Sinne, wie können stets geschärft und seid mit jeder Herausforderung gewachsen. Dem bin ich einfach nicht ebenbürtig. Und diese Tatsache muss ich mich stellen. Denn eins weiß ich womöglich besser als jeder andere. Setzt man sich närrisch über die eigenen Grenzen hinweg, wird man letztlich selbst zu einer Gefahr. Aber Unterstützung, die solltet ihr von mir haben. Sofern ihr mir vertraut. Kehle, was ist denn das für eine Frage? In besseren Händen könnten wir nicht sein. Glaub nicht, dass wir vergessen haben, wie du Tag und Nacht über unsere Köpfe gewacht hast, während unsere Seelen im ersten Splitter gestrandet waren. Und niemand ist eine derart hartnäckige Verfolgerin, das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aus den Augen lassen wird uns diese Dame nicht einen Wimpernschlag gelangen. Ich danke euch. Diese Worte sind Balsam für die Seele. Und ganz wie Estinien sagt, werde ich jeden Schritt eures Weges über euch wachen. Also dann, gestattet mir noch einen letzten Rat. Der Sternengrund ist der Ort, an dem die Seelen der Verstorbenen zurückkehren. Daher
wurde er in alter Zeit auch Unterwelt genannt. Oh nein. Dort tauchen sie in den Äther, bis dieser all ihre Erinnerung gänzlich fortgewaschen hat. Im Herzen des Sternengrunds, wohin auch der Aufzug sogleich bringen wird, weilen eben jene Seelen, die sich mitten im Prozess dieser Reinwaschung befinden. Falls ihr also auf solche stoßt, die bereits zu Lebzeiten einen Groll gegen euch hegten, oh nein, so könnt ihr euch auf Feindseligkeiten gefasst machen. Ach du Scheiße, ich ahne, worauf es hinausläuft. Selbstversprengte Gefühle wie tiefer Hass oder Zorn manifestieren sich bisweilen, denn auch eure Anwesenheit ist zum Reich der Toten eine Provokation. Oh nein. Und wir haben so viele Feinde. Doch wo euch negative Gefühle bedrohen, können euch eure eigenen Gedanken zum Vorteil gereichen. Haltet deshalb euer Vertrauen im Herzen, die ihr verloren habt. Seid ihr wahrlich so viele Leben begegnet und habt umso mehr berührt, dann wird es diesen endlosen Meer der Seelen zweifelsohne solche geben, die bereit sind, eurem Ruf zu folgen. Papa Limo. Aber ich glaube, das ist zu lange her, oder? Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch gesagt, Inni. Okay. Gut. Oh, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Gut, habe ich dafür überhaupt genug? Ja, oder? Mindeststufe. Ja, habe ich. Okay. Gut, melden wir uns an. Will hier aber nochmal meine Eier loswerden. Ich weiß nicht, warum ich hier so viele Lebensmittel drin habe. Ja. Ja gut, dann heißt es jetzt mal kurz warten. Ich weiß, wir können noch mit NPCs reingehen, aber... Einfach nur nö. Nö. Oh, aber ich kann mein Outfit weiter bewundern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sterben werde. Oh, es fehlt nur noch der Heiler. Die ewige Heilersuche. Welcher Heiler will, wer hat noch nicht? Oh, doch. Mindestens einmal. Ich glaube, die einzige die einzigen beiden Inis, in denen ich beim allerersten Mal nicht gestorben sind, waren Turm von Zott und Turm von Babil. Das war das erste Mal in einem Addon, dass ich in zwei Inis hintereinander nicht gestorben bin, beim ersten Mal. Beim zweiten Mal bin ich im Turm von Babil gestorben. Da habe ich allerdings selber einen Fehler gemacht und es war spät. Es war wirklich spät. Ich glaube, es war 1 Uhr morgens. Da durfte man mir das, glaube ich, verzeihen, dass ich da einmal nicht ausgewichen bin. Gott, ich bin gespannt. Ich ahne fürchterliches, aber ich bin trotzdem mega gespannt. Und ohne Scheiß, das erinnert mich an irgendeinen Teil, den ich schon mal gesehen habe. Ich würde schon ja mal gucken. Altiaskop. Nee, Altiaskop. So. Altiaskop. Oh, wir haben Schilder dabei. Und wir haben Sage. Natürlich haben wir haben Reaper und Sage. Also schön sieht's aus. Schön sieht's echt aus.
Ich sollte vielleicht auch anvisieren. Ne, finde ich ganz gut. Hätte ich auch anvisiere. Jetzt bin ich nur dankbar, dass ich vor auf dem Klo war. Na, war das dahinter der erste Boss? Oder dauert das noch? Also auf der einen Seite bin ich echt dankbar, dass ich das jetzt gerade wirklich dann zu dem Zeitpunkt spiele, wo es alle spielen. Ich habe echt keine lange Wartezeit, ne? Ich glaube, das längste, was ich wirklich einmal gewartet habe, waren 5 Minuten. Nur der einzige Vorteil gerade. Nicht so wie bei Shadowbringers, wo ich dann am Ende immer so lange warten musste. Wenn gerade keiner da war. Okay, das kann ich noch nicht. Ilbert! Du Kleines! Warum wusste ich, dass wir den wiedersehen? Ich hasse Ilbert! Oh je, erster Kampf. Ohohoho. Livia. Ach nee, war das hier nicht diese komische Trulla aus Being Reborn? Von den Galeanen? War das sie? Mit dem komischen weißen Panzergefährt-Dingens da? Mit der komischen weißen Rüstung? Oder war das schon wieder jemand anderes? Lange durcheinander mit den ganzen Leuten. Das war dumm. Für beides. Ja, da. Gut, ich halte mich irgendwie an die anderen. So gut das geht. Ich glaube, immer da aufpassen, wo die Arme sind, oder?
Autsch. Also immer schön auf die Arme achten. Autsch. Okay, die Arme, die nicht leuchten, da muss man sich dann hinstellen. Okay. Gut. Ich hab's begriffen. Oder stirb einfach bitte. Du machst mich nervös. Etwas. Gott sei Dank. Nummer uno, ohne zu sterben. Alter, ist das schön. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Ende von FF4, glaube ich. Ich glaube, es war FF4. Welcher Dungeon so ähnlich aussah. Dann sollte man nur nicht im Dunkeln spielen. Verdammt hell. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir hier nach die Augen wehtun werden. Oh nö. Etwa schon der nächste? Es gibt plötzlich viele Bosse. Wer war das denn?
Okay, an den erinnere ich mich tatsächlich, wenn das jemand weiß oder den Fall kennen sollte. Arsch. Stell mir mal mit dahin. Schwer. Where? Where? Okay. Ich hatte gerade kurz Panik. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber ich hatte gerade kurz Panik. Raus. Okay, ich gehe aber mal da, wo alle anderen sind. Wird schon seinen Grund haben. Ich glaube, ich habe es aber soweit auch verstanden. Soll ich so lange, bis ich das erstmal sterbe? Tatsächlich verstanden. Wenn wir gucken, was hält. Mach das, Kaya. Ist vielleicht später. Ich bin jetzt hier sowieso gerade erstmal noch ein bisschen beschäftigt. Oh Gott. Okay, hier kriege ich auf jeden Fall Sicht zu mich. Sehr schade. Herz. Okay, kurz vor Ende hier. Kurz vor Ende. Bedarf. Huch.
Okay. Minfidias Seele. Hi. Oh Gott, da hinten ist das schon der letzte Kampf, oder? Oh Gott. Nee, lustig werden. Juhu, ich hab's gekriegt. Wer bist du? Sieht schick aus, aber wer bist du? Ach, Amon. Er verwütet. Klingt ein bisschen weiblich. Was weiblich? Hi. Ich bleib bei euch. Ich habe geträumt. Etwas. Nur dem Heiler hinterher. Oh, Scheiße. Okay. Okay.
ganz. Dann schließt es sich mir noch nicht. Aua. So sollten wir uns da stehen bleiben. So. Okay. Ja, mit mir hat der Heiler mal wieder ein bisschen was zu tun. Ich lebe auch nur bedingt am Arsch. Nach vorne. Wir haben ihn gleich. Ammon haben wir. Das ist ja auch nicht so. Träume, Hoffnung, Zukunft. Es gibt sie nicht. Nirgendwo. Ich glaube, der ist enttäuscht. Da, 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 da. Oh Gott. Okay. Und raus. Nochmal?
Nicht. Was denn? Bringst du es nun endlich zu Ende? Dein Mitleid ist jetzt genau das, was ich brauche. Es treibt mir die Galle hoch. Tilge meine Seele bis auf den letzten Rest. Wieso dieser Name? In Apis. Das warst also du an Emmets Selchseite. Help. Nicht zu fassen. Alter, was lacht er jetzt so? Ist das so komisch? Als ich noch Amon war, hatte ich immer wieder denselben Traum. Zerrissen und unvollständig. Sich dauernd wiederholend. Die Akteure nur unförmige Schemen, als hätte ich ihre Stimmen und Gesichter längst vergessen. Nur zwei Dinge blieben mir nach einem solchen Traum vage im Sinn. Ein Ort namens Elpis und der Name, mit dem ich gerufen wurde. Hermes. Ich hielt es selbstverständlich für ein Hirngespinst. Nie war ich an einem solchen Ort und auch der Name war mir fremd. Doch dann wurde ich ein Aschen und übernahm den Sitz des Vandaniel. Plötzlich fügten sich alle Teile zu einem Ganzen. Was ich für einen Traum hielt, waren die Erinnerungen dieses Hermes, ausgelöscht vom Kairos. Damals überschrieb er die Gedächtnisse aller Anwesenden. Doch der Äther überstrahlte ihre Gedanken und Eindrücke so intensiv, dass sie sich tief in ihre Seelen brannten. Der Tod wäscht alle Erinnerungen fort. Nur diese sind nie gänzlich verschwunden. Das Wissen ist über die Jahrhunderte zwar reichlich ausgeblichen, aber irgendwann, nach unzähligen Leben, kam es bei mir an die Oberfläche. Emmet Selch ist also auch endlich tot. Sitzt im Sternengrund und entsinnt sich nun selbst seiner verlorenen Tage, nicht wahr? Er muss entsetzlich frustriert sein. Nicht nur, dass er das Ende nicht verhindern konnte, so sehr er sich auch bemühte, nein. Er griff auch fortan nach einem Paradies, dessen fauligen Kerns er sich gar nicht mehr gewahr war. Aber ich sehnte mich nicht an Hermes Stadt nach dem Ende. Nein. Ich lebte als ich selbst. Ich litt als ich selbst. Es ist mein Herz, das nach Hoffnung suchte. Und nur Verzweiflung fand. Ein einstmals großer Herrscher und sein einstmals großes Reich schenkten mir diese Wahrheit. Denn am Ende wartet bloß das Nichts. Und das Leben ist letztlich nur eine Reise gen Vergessen. Also, warum überhaupt leben?
ganze Leid. Wir zertrampeln, vertrümmern, ermorden uns gegenseitig. Und wofür? Das ach so wunderbare Leben wird in unzähligen Liedern besungen. Doch hinter dieser Fassade ist das Dasein von Düsternis geprägt. Eine Düsternis, die wir selbst überall hinspeien, wohin wir nur gehen. Ein Trauerspiel, wahrlich. Ist es nicht an der Zeit, dieses Possenspiel zu beenden? Auch wenn man von den Bewohnern dieses Planeten in ihrer endlosen Einfalt keinerlei Einsicht erwarten darf. Das Ende ist dennoch der einzig wahre Weg. Und obwohl ich weiß, dass dies die ungetrübte Wahrheit ist, warum schmecken die Worte dann so bitter, als reiße jedes einzelne ein Stück aus mir heraus? Wonach soll ich denn sonst streben? Was will ich? Auf was habe ich gewartet? Nach welcher Antwort sehnt es mich? Du willst doch nicht etwa mit einem Toten debattieren? Das wird ihm und seiner Reue nämlich auch nicht helfen. Ashian Thandaniel, es bereitet mir ungemeine Freude, dass du keinen Frieden findest. Weißt du, dies hier ist der Ort, an dem wir alle in ruhigen Schlummer suchen sollen. Unsere Erinnerungen und Gedanken schwinden dahin, um unsere Seele zu heilen. Aber einige finden einfach keinen Frieden. Ihr einstiges Leben lässt sie nicht los. Und so sitzen sie im Sternengrund und starren unablässig auf die Spiegelung der Gegenwart. Ich zum Beispiel. Ich musste mit ansehen, wie sich Ungeziefer in meinem Körper eingenistet hat. Asai? Wer hat dir das Recht gegeben, mich bei meinem Vornamen zu rufen wie eine alte Bekanntschaft? Zumal ich euch wirklich nichts zu sagen habe. Ich bin tot. Mir ist egal, was mit dieser Welt passiert. Tatsächlich hätte ich nichts dagegen, wenn alles in einem großen Spektakel zugrunde ginge. Und diese Heldin hier ordentlich leiden müsste. So gesehen ist es eine Ehre, dass gerade mein Körper eine Hauptrolle dabei spielen durfte. Auch wenn ich schlecht hätte widersprechen können. Tote können sich ja bekanntlich nicht beklagen. Aber du hast Prinz Zenos, meinen Herrn und Meister, mit meinem Körper hintergangen. Mag mir alles andere auch egal sein, dieses Verbrechen wirst du mir büßen. Du wirst hier ruhen. Mit mir. Für dich wird es keine Antworten geben. Nicht einmal das Ende deiner ach so ersehnten Apokalypse wirst du miterleben. Und selbst wenn du irgendwann wiedergeboren werden solltest, so wartet nur noch mehr Leid auf dich. Leid, wohin du dich auch wendest. Leid, das deiner Seele selbst anhaftet.
dich um den Rest kümmern. Verstehst du es immer noch nicht? Ich will den Tod. Für mich und für euch. Wärt ihr so freundlich, euch im Sternengrund nicht mehr blicken zu lassen, solange ich hier verweile? Eure Gesichter selbst nach dem Tod noch ertragen zu müssen, ist eine wahre Qual. Selbstverständlich. Wir werden dich nicht weiter behelligen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hat er ja nicht ganz unrecht. Oh je. Yeah. Gehen wir. Heidelin wartet. Ja, sie wartet. Wir warten. Alle warten. Du bist nach Elbis gegangen, nicht wahr? Und so verknüpfen sich unsere beiden Zeitalter, hier und jetzt. Ich verstehe. Nun denn, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist euer Begehr? Warum habe ich das Gefühl, dass wir gegen sie kämpfen müssen? Heidelin, du hast den Mond als Fluchtschiff vorbereitet, sollten die letzten Tage erneut über das Gestirn hereinbrechen. Aber war das wirklich alles? Die einzige Lösung? Wir wollen nicht fliehen. Vielmehr wollen wir diesen Planeten retten. Ihn und all seine Splitter. Nun, die Flucht ist stets nur einer von zwei Wegen, nie aber der einzige. Der andere Pfad führt euch ans Ende des Universums, in Metheons Nest. Es ist die Option der direkten Konfrontation mit jener, die das Ende herbeisehnt. Gewarnt. Jener Raum besteht aus dem Dynamis, der Kraft, die sie formt und webt, wie es ihr beliebt. Ganz gleich, wie mächtig eure Zauber sind oder wie stark euer Äther, an einem Ort, an dem ihre Gefühle und Gedanken herrschen, werden sie euch nicht helfen. Wenn ihr euch der geballten Verzweiflung, dem Leid und dem Kummer der in ihrem Nest ruhenden Sterne nicht widersetzen könnt, so ist euer Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Es wird euch verschlingen, mit Haut und Haar. Soweit werden wir es nicht kommen lassen. Zumindest glaubte ich das einst.
Doch auf unseren Reisen ist es uns unzählige Male passiert, von einem Kummer gelähmt zu sein, der das Herz zu zerfressen droht. Diese Momente zu verneinen, wäre nicht nur Unrecht, wir könnten es auch gar nicht. Und so weiß ich nicht, ob wir der Probe tatsächlich gewachsen sind. Bleibt uns also wirklich nur die Flucht? Nein. Eben diese Erfahrungen sind euch wieder und wieder zu eurer größten Stärke geworden. Im Laufe der Geschichte haben schon viele Gestirne nach einem Paradies ohne Leid und Kummer gestrebt. Planeten, die weitaus prächtiger blühten als Eteris. Sie alle haben es versucht. Und sie alle sind gescheitert. Den Berichten Meteons zufolge gab es nicht ein Gestirn, das die Furcht und die Wut, den Schmerz und das Leid, den Hass und die Zerstörung von seinem Antlitz tilgen konnte. Das liegt nahe, dass sie ein fester Bestandteil unserer Existenz sind. Facetten, ohne die das Bild des Lebens sich nicht zu einem Ganzen fügen würde. Ganz gleich, wie sehr wir nach Perfektion und Glückseligkeit streben, das Leben und die Verzweiflung gehen Hand in Hand. Doch dies sind zwei Seiten derselben Medaille. Auch die Verzweiflung kann nicht ohne das Leben und seine Hoffnung bestehen. Ihr, die ihr hier vor mir steht, seid doch selbst der beste Beweis dafür, nicht wahr? Deine Weltanschauung zerbrach einst an deinem Streben nach der absoluten Gerechtigkeit. Noch während du vor ihren Scherben standest, reichten dir jene, die stets an deiner Seite weilten, die Hand. Deine Stärke allein reichte oft nicht aus, um deine Wünsche zu tragen. Dort, wo du an deine Grenzen stößt, wartet jedoch stets eine Vertraute, die dich zu beflügeln weiß. Du vermochtest nicht zu schützen, was dir teuer war, und ein geliebtes Leben rann durch deine Finger. Doch eben diese Liebe wurde zum Nährboden neuer Hoffnung. Für dich und für andere. Wo dir die Worte den Dienst versagen, da sprießt das Leid in dir. Nur gab es immer jene, die gar keiner Worte bedurften, weil sie die Sprache deines Herzens sprechen. Die Wahrheit ist schnell verzerrt und umso schneller verloren. Dies hält dich jedoch nie davon ab, den widrigsten Umständen zu trotzen und nach verborgener Weisheit zu suchen. Der Hass verbrannte Schwingen wie Schwerter und zu guter Letzt dich selbst. Zurück blieb allerdings nicht nur Verwüstung. In weißer Asche glomm ein heilender Funken Wärme. Deine Verzweiflung türmte sich im Angesicht einer verheerenden Katastrophe. Doch dein unbeirrter Glaube an einen neuen Morgen und eine andere Zukunft schürte letztlich den Mut zur Entschlossenheit. Du, auch du wurdest gebrochen. Wieder und wieder. So viel Leid hast du erdulden müssen. So viel Verantwortung auf deinen Schultern getragen. In den bittersten Momenten hältst du inne und denkst an den nächsten Schritt deiner Reise, nicht wahr?
oder die nächste Begegnung, die auf dich wartet. Und dann erhebst du dich, wissend, dass du unzählige Hoffnungen mit dir trägst. Bei jedem Schritt mit der Verzweiflung ringend, schreitet ihr voran. Und des nahenden Endes stets gewahr, habt ihr doch bis heute nicht innegehalten. Eure Reise ist ein Testament eures Willens. Sie ist die Stärke, die euch zum Widerstand gegen jene wird, die das Lied des Endes singt. Du traust uns also zu, den Untergang aufhalten zu können? Wenn nicht ihr, wer dann? Allerdings... Bis zum Ende der Sterne zu reisen, ist eine kolossale Aufgabe. Ihr habt nur einen Versuch. Solltet ihr scheitern, ist alles verloren. Und so muss ich, der Wille des Planeten, euch nun auf die Probe stellen. Zeigt mir, dass in euch das Feuer des Lebens brennt. Nein. Der Wille bis zum Ende zu gehen. Ganz gleich, wie oft ihr euch gezwungen werdet. Ganz gleich, wie sehr es schmerzt. Nein. Komm schon. Kein Kampf gegen sie. Bitte. Seid ihr hier vor einer einzelnen uralten Göttin, so erwartet euch... Oh, das geht auch wieder Stunden. ...der sichere Tod. Dann lasst dieses Gestirn hinter euch und flieht weit, weit fort von hier. Nun, dann los. Diese Prüfung beweist ein für alle Mal, was wir uns hier aufgeheißt haben, Freunde. Und selbst die trickreichste Täuschung würde hier nicht funktionieren. Ich auch. Aber die haben wir ja ohnehin nicht. Ich will ihr Outfit. Aufgegeben wird erst recht nicht. Oh Gott. Ich werde stützen und stärken, wo ich nur kann. So bescheiden, ich habe so das Gefühl, dass das Ding, wo so Luna verzweifelt ist. Was sind wir nicht alle voller Zuversicht? Euch ist aber schon bewusst, dass wir es hier mit dem Willen zu tun haben, ja? Ich mehr im Musik-Hype bin als im Kampf-Hype. Aber ich gebe zu, dass auch mir nicht nach einer Niederlage ist. Schon wieder eine andere Version. Es wird jedes Quäntchen Kraft kosten, das wir in uns haben. Für die Zukunft des Planeten. Nein, des Lebens selbst. In Elpis konntest du mir keine Antwort geben. Also fordere ich sie jetzt. Yes. War deine Reise eine gute? Ah. Zeig es mir. Beweise es mit einem Sieg. Darf ich vorher auch dreimal verlieren? Und dann siegen? Jetzt stelle man sich mal vor, man müsste den Kampf wirklich mit direkt beim ersten Mal schaffen, sonst wäre das Spiel vorbei. Und man müsste wieder komplett von vorne anfangen. Jetzt müsste man sich das echt einfach mal vorstellen. Aber es war offensichtlich.